Das spanische Kochstudio. Spanischer Spezialitäten. Ah, yeah. Afranke kocht Spanisch. Afranke kocht Spanisch. Servus Leute im spanischen Kochstudio. Heute hauen wir wieder rein. Heute machen wir Paella. Paella de Marisco. Aufpassen im Video. So schaut's aus in meiner Paella-Küche. Das Pfändler ist geputzt und es kann losgehen mit Fuego. Und feuerfrei, sagt der Pablo Bommes. Weiter geht's mit Aceite de Oliva. Jawohl, Olivenöl. Hier seht ihr gleich die Zutaten und Gewürze, die ich verwendet habe. Aber cool bleiben, alles in der Videobeschreibung. Figalas. Kaisergranat oder Kaiserhummer, die braten wir richtig schön im heißen Olivenöl erst einmal an. Weiter geht's mit dem Anbraten und zwar Taschenkrebs. Buey de mar. Es ist natürlich kein ganzer Taschenkrebs, das sind nur die Fangärmler. Die braten wir auch mit dem Kaiserhummer im heißen Olivenöl an. Das braucht man ja gar nicht so lang brutzeln lassen, so 2-3 Minuten auf jeder Seite, ein wenig umdrehen und dann passt die Kappen. Haben wir ein wenig relaxter Musik, denn wenn du Paella magst, dann musst du einfach cool und locker bleiben. Wenn unsere Viecher von beiden Seiten ein wenig Farbe gekriegt haben, dann nehmen wir die raus. Das gleiche machen wir danach auch mit den Fangärmler vom Taschenkrebs. Rausnehmen und beiseite stellen. Jetzt sind wir schon mal einen guten Schritt weitergekommen. Jetzt kommt Tomate, rallado. Also Tomaten gerieben ohne Schale. Ajo. Kommt jetzt dazu der Knoblauch und ein Musikwechsel. Sal. Wir salzen unsere Paella. Später nehmen wir einen kleinen Löffel und schmecken ein wenig ab. Soweit so gut. Jetzt rühren wir alles mal ein wenig um und braten den Knoblauch. Das zischt und dampft schön und die Tomaten ein wenig im Olivenöl an. Reis, Reis, Reis. Was wäre eine Paella ohne Reis? Ach, gar nichts. Also Reis hinzu, verrühren jetzt den Reis mit den jetzigen Zutaten, Olivenöl, Knoblauch und Tomaten. Schön verrühren und ein leicht bisschen anrösten, anbraten. Fumet de pescado. Dann brauchen wir Flüssigkeit. Na logisch, Fumet de pescado. Das ist ungefähr so ein Liter, den wir verwenden. Und noch einen guten halben Liter machen wir uns mit unseren Suppenwürfel. Da gibt es in Spanien Suppenwürfel für Fischbrühe. Machen wir auch noch einen guten halben Liter. Das brauchen wir für die Paella. Colorante. Natürlich auch ein wenig an Colorante. Der Colorante macht die Paella gelb. Fuego. Feuer brauchen wir, also geben wir den Gas, hauen unserer Paella auf, dass es kocht und kracht. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, einen halben Liter Fischbrühe packen wir auch noch mit rein, brauchen wir ungefähr für den Reis und für unsere Paella. Jetzt kommen unsere Meeresfrüchte mit hinzu, Kammmuscheln. Vieira. Kammmuscheln oder Jakobsmuscheln. Die sind roh, aber die legen wir jetzt einfach mal schön in unsere Brühe mit rein. Es wird ja noch ein wenig gekocht und da werden die Kammmuscheln auch schön gar. Jetzt arbeiten wir wieder rückwärts. Das, was wir vorhin angebraten haben, den Taschenkrebs, die Stückler, die legen wir jetzt auch schön drauf auf die Paella. Und dann kommen unsere Sigalas, unser Kaisergarant, unser Kaiserhummer. Da suchen wir uns auch einen Platz. Den legen wir jetzt auch nochmal richtig schön dekorativ auf die Paella drauf. Jetzt heißt es kochen. Brauchen wir nochmal so 5, 6, 7, 8 Minuten. Machen wir noch ein Feuer, kochen die Paella hoch. Und dann sind wir eigentlich so gut wie fertig. Und das Rezept, das passt schon, oder?
Dann sind wir auch schon fertig mit unserer Paella. Machen wir mal einen kurzen Rundflug über unser Gebräu. Dann nehmen wir mal ein wenig Löffeler, checken den Reis ab. Super! Pablo Gomez, der Koch eures Vertrauens, schon auf YouTube abonniert. Pablo Gomez, das spanische Kochstudio. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns.